irgendwie über so Wege, dass man denen zeigt, wie zum Beispiel eher, wie man auf dem iPad einfach mit ein paar einfachen Apps, die möglicherweise nicht mal Geld kosten oder dann am Ende vielleicht 27 Cent, dass man damit junge Leute ganz toll an Musik ranbringen kann und eben auch, auch an vielleicht experimentelle Musik oder auch nicht experimentelle Musik. Aber man muss ja auch nur mal sagen, in der heutigen, eigentlich in allen Musikrichtungen sind ja auch eben die elektronischen Instrumente, die Synthesizer ja auch jetzt wieder besonders stilgebend und vorherrschend. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Deshalb sollte man den Leuten auch, den Kindern auch zeigen, wie das funktioniert. Also meine Frage zielt doch auf das Positive. Ja, natürlich. Ich denke nämlich auch, dass gerade, sagen wir mal, ab 14, 15 interessiert sich ganz bestimmt für die Elektronikfrickler. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich meine, ich kenne das ja auch, diesen Wow-Effekt, wenn ich dann mal, wenn ich meinen Schülern das mitbringe und dann dieser Koffer hier aufgeht, allein die blinkenden Lichter und die Maschinen an sich, die sind schon immer beeindruckend genug natürlich. Das kann ja aber auch ein Vorteil sein, dass es vielleicht mal spannender ist, sowas zu sehen auf den ersten Blick, als wenn man jetzt halt so dem Kind eine Geige zeigt oder so. Dass vielleicht hier mehr Lust drauf hat, erstmal ein bisschen rum zu experimentieren. Genau, Drehknöpfe, ganz genau, ja, eben. Aber auch nicht nur Drehknöpfe. Also ich, wie gesagt, also mein primäres Instrument ist tatsächlich einfach ein Tablet mit Touchscreen. Und alles, was darauf funktioniert, funktioniert genauso gut auf jedem Mobiltelefon. Und das ist ja irgendwie was viele junge Menschen ja auch schon regelmäßig dabei haben und immer bei sich tragen. Da gibt es super viele Apps, die man benutzen kann, die auch, wie Jan schon gesagt hat, nichts kosten. Und das ist auch der Weg, wie ich da rangekommen bin, dass ich einfach irgendwann angefangen habe, mit meinem Telefon Musik zu machen, dann irgendwann mit dem Computer und mit dem iPad. Und ich glaube, das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang auch für Kinder und Jugendliche. Ja, und darum geht es uns eigentlich auch von vornherein, dass wir eigentlich zeigen wollen, dass Kunst und Kultur machen, erstellen, wie auch immer, eigentlich niedrigschwellig ist. Und sich eigentlich nur trauen, so gesehen. Das ist bei uns ja auch anders so gewesen. Wir hatten ja auch keinen Plan von irgendwas und sind dann einfach ins Kulturbüro spazieren gegangen und gedacht, wir wollen irgendwas machen. Was das dann werden wollte, wussten wir dann auch noch nicht, aber es hat ja im Endeffekt funktioniert. Also, nicht nur ins Kulturbüro, ihr habt einfach keine Berührungsängste gehabt. Ihr habt in den letzten Jahren mit so vielen Leuten eigentlich von internationalem Rang einfach angequatscht und mit denen gespielt und das finde ich total super. Weil ihr hattet keine Chance quasi. Ja, vielleicht wäre jetzt die Gelegenheit nochmal, dass ihr ein kurzes Stück spielt und dann kann man mal überlegen, ob es eine Frage gibt und sonst würden wir sagen. Das machen wir gleich, danke fürs Kommen, aber dann überlassen wir euch nochmal kurz das zerstörte Feld hier vorsichtig. Wenn jetzt jemand von der Stadt kommt, Bauordnung. Thank you.
Willkommen in Nord, willkommen!